Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. So, ich rufe jetzt mal mein Esel, damit wir unsere Sachen verkaufen gehen können. So. Damit wir auch nicht allzu langsam sind. Da können wir für den einen Herrn da hinten endlich mal den Heiltrank machen. Wir haben jetzt endlich das Rattenfleisch. Und den einen Trank dazu machen. So, das heißt dann jetzt erstmal wieder zurück nach Ark, da verkaufen. Alles, was wir irgendwie nicht brauchen, erstmal loswerden. Und zusehen, dass wir hier auch irgendwie doch nochmal stärker werden. Weil hier sind die Gegner doch noch ein bisschen stark. Sehr stark für uns sogar. Aber ich will das irgendwie schaffen. Ich will das irgendwie. Will ich irgendwie weiterkommen, vorankommen auf jeden Fall. Der ist schon. Mendulus ist schon eine. Okay. Aber wir haben es zumindest geschafft, dass wir mit der Hauptquest. Mit der Goldenen Sichel-Quest-Reihe weitermachen können. Und dann will ich mal gucken, ob wir. Oder wie viel wir dafür machen müssen. Oder wie weit wir kommen, ohne dass wir in zu schweres Gebiet gelangen. Das ist so eine Reisende, der können wir doch was verkaufen, oder? Die hat doch hoffentlich Geld. Nessa Grenbart. Ja, die sagt nur Hallo. Können wir jetzt hier mal reingehen. Ich frage mich aber wirklich, ob es hier sowas wie eine Daedra-Rüstung oder Drachenknochen-Rüstung gibt. Oh, ich hoffe, der hat jetzt wieder Geld. So, Milbert? Was? Oh, natürlich. Nein, der hat kein Geld. Hallo. Warte mal, was? Wahre Frauen. Achso. Boah, ich mag die. Ich mag die richtig hier. Mit ihrem. Die hat wirklich. Ich glaube, die hat wirklich einen Sitzen. Wir können momentan echt nicht schneller laufen. Das tut mir echt leid. Holde Verehrer des knusprigen Geschmacks. Jauchzt vor Wonne, wenn sich eure Zähne in einem goldbraunen Leib arker Brot versenken. Ah, ich mag dich mit ihrem Brot. Ich will wissen, wer die Synchronsprecherin von ihr war. Okay, erstmal Marktplatz, das ist Dala. Reisende. Schreitet wohl. Zum Tauschen hat die doch bestimmt was, oder? Was braucht ihr denn? Die hat 400 Gold, okay. So, was kann ich hier andrehen an Sachen? Hier, alte Robe. So, die Diebeshandschuhe. Diebestunika. Die will ich behalten. So, das weg. Das kann weg. Beinlederstiefel kann weg. Den behalten wir. Oder warte.
So, das kann weg. Den behalten wir. Das kann weg. Dann kann das weg und das kann weg. Wir haben schon das Runenschild. Ambrosia behalten wir. Das kann weg. So, Bärenklaue, die können weg. Große Geweih kann weg. Hellwurzbrei kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Tut euch einen Gefallen. So, jetzt erstmal wieder das Richtige hier anziehen. Warte, das kann wieder anziehen werden und das kann. Auf den Straßen. Da können wir jetzt zumindest ein bisschen schneller laufen. Hört meine Worte, o wegestreue Bewohner dieser heiligen Stadt. Viele der Euren werden es gehört haben. Wo ist der Typ hin? Obst, frisches. Mal fast zum. Aber immer doch. So, erstmal hier verkaufen. Stab der Erdung kann weg. So. Hier kann ich die verkaufen. Schreitet wohl. Und mehr Getier. Ja, all dies, das gibt es hier. Wie lange soll ich denn noch auf diese Lieferung warten? So, war ja ein Wohl. Morales Segen. Meinen, was verkauft ihr? Teppiche, Exquisitäten. Nur das Beste, frisch aus Kille. Seht selbst. Okay, ihm kann ich nichts mehr verkaufen. Was ist mit ihr? Was kann ich euch Gutes tun? Irgendwelche Tipps, die ihr einem Abenteurer geben könnt? Was? Und da fragt ihr mich? Ich fühle mich geschmeichelt. Lasst mich mal nachdenken. Mein Großvater hat uns früher immer aus so einem Buch vorgelesen. Mythen und Legenden. Das stammt von einem früheren Erzmagister des Ordens. Und er hat darin Legenden über alte Kreaturen hier auf Enderal gesammelt. Wer weiß, vielleicht ist ja an der einen oder anderen was dran. Schaut euch doch mal in der Bibliothek um. Okay, und wie ist die Lage? Ehrliche Antwort? Bescheiden. Seit diesem roten Wahnsinn sind die Straßen für uns Händler kaum noch bereisbar. Es sei denn, man hat die Groschen, um eine bewaffnete Eskorte Söldner zu bezahlen. Und die haben die wenigsten. Aber naja, irgendwie schlägt man sich schon durch. Hunger haben die Leute immer. Und solange die Bauern liefern, habe ich Kunden. Okay, zeig mir eure Ware. Okay, ich kann hier nur... Ja, gut. Möge euer Pfad stets eben sein. Was ist mit ihr? Suter Sommerschein. Was habt ihr im Angebot? Backwaren und Leckereien, die wunderbar schmecken, auch wenn ich sie nicht durchs ganze Viertel brülle. Okay. Meine Meinung will ja keiner. Kann ich hier sonst noch irgendwie... Äpfel, Orangen, irgendwem was verkaufen? Aus endraleischem Boden. Da haben wir wieder die Ackerbank. Haben wir hier Argfleischerei. Gomez Balan. Ich will auch so ein tolles Schwert. Das ist so fies, echt. Ich brauche mehr Händler. Brot, alles frisch von der Bauernküste. Frischer Fisch und Meergetier. Ja, all dies, das gibt es hier. Nach magischen Geheimnissen? Bodenhammer Schmiedewerk. Ich guck mal, ob ich hier vielleicht was verkaufen kann, drinne. Willkommen in der Acker Schmiede. Gebt Bescheid, wenn euch etwas ins Auge sticht. Ja. Fester Stahl zu moderaten Preisen. Seht euch ruhig um. Ja, was habt ihr im Angebot? Alles für den wegestreuen Kampf. So, gucken wir mal hier. Eisenclaymore.
Kalte Nacht verursacht 4 Punkte Frostschaden auf Lebensenergie und Ausdauer. Stahl-Großschwert. So, hiervon irgendwas, was besser ist als das, was ich habe? Feinstahlschuhe. Okay, ich gucke mal, was ich ihm so andrehen kann. Das und das. Altes Claymore auf jeden Fall weg. Eisenclaymore, Eisen. So, hier auf jeden Fall. Runenstreitkolben. So. Der hat aber auch 2000 Groschen einfach mal. So, und Einstallschuhe. Die ziehen wir jetzt mal. Rüstungswert 140. Schaut mal wieder rein. Wer bist du? Krieg auf Nerim, Krieg auf Kileh. Roter Wahnsinn. Was für eine Scheiße ist das eigentlich? Banktresorschlüssel 2121. Gibt's hier noch jemanden, dem ich Hallo sagen kann? Jetzt läuft er mir hinterher. Okay, zumindest haben wir ein paar Sachen jetzt loswerden können. Wie viel haben wir jetzt? 175 Kilo tragen wir jetzt mit uns mit. So, apropos, Arcana Verzauberer. Kann ich eben. Amulett des Entropisten? Suchst du dich nach magischen Geheimnissen? Ich habe Bücher, Schriftrollen, Tränke, alles für den Freund der wegestreuen Magie. Schreitet wohl. Die habe ich gesucht. Und? Asam? Ah, willkommen, willkommen. Wie kann ich euch behilflich sein? Dies und das. Schaut einfach selbst. So, ich will Sachen verkaufen. Aktiviert wohl nichts. Oder warte mal, erst einmal diese eine sichere Truhe suchen, finden. Wo waren die nochmal? Beziehungsweise hier, wir können auch in unser Haus gehen und da einfach mal reinpacken. So, sichere Truhe. Nein, nicht anziehen. So, hier haben wir nichts. Die packen wir da rein. Die packen wir da rein. Das kann da rein, das kann da rein. So, die und die bräuchten wir ja für das eine Rezept. Mirels Rezept, genau. Beschriftetes Papier kann weg. Das kann weg. Habe ich das jetzt? Ja, ich habe an. So. Das, ihr könnt dieses Alchemie-Labor verwenden, um das Elixier für Mirels Tochter herzustellen. Das Elixier herstellen, bitte. Okay, haben wir gemacht. Alchemietisch verlassen.
Wie viel tragen wir jetzt? 153 Kilo. Wahrscheinlich, weil das hier so viel wiegt und das. So wie... Das wiegt viel, das wiegt viel. Das wiegt auch viel. Fremdenviertel, gehen wir mal wieder. Und dann bringen wir dem einen Herrn endlich mal das Elixier, was er haben wollte. So viel zu tun. Rosa Müllermann. Ihr seid nicht von hier, was? Gebt auf euch Acht. In letzter Zeit geht es hier drunter und drüber. Madame? Olaf Federtanz? Na los, geht weiter! Okay, die sagen alle irgendwie dasselbe, gefühlt. Aber warte mal, das Elixier. So, Herzland. Bücher, die euch neue Zauber lehren, könnt ihr am Sonntempel Arx und bei reisenden Arkanisten, also Magiern, die kein Teil des Ordens, aber... Schade, dass ich das nicht zu Ende lesen kann. Madame. Ahoi. Ahoi. Also ich frag mich eigentlich, ob wir auch so eine komplette Runenrüstung hier kriegen können, also vollständig kriegen können. Fände ich nämlich richtig nice. Ist ja eigentlich wirklich im Grunde nur eine Ork-Rüstung. Und ich frage mich, was besser ist als die Runenrüstung hier. Oder die Runensachen. Ist ja nicht mehr weit bis zu dem Herrn. Boah, ich hoffe, wir finden irgendwie auch so eine Bauanleitung, wie wir diese Runensachen dann selber herstellen, weil selber hergestellte Sachen sind dann irgendwie nochmal besser. Heißt es ja zumindest. Das heißt, wir werden uns früher oder später damit so oder so noch befassen. Okay, der Typ ist nicht mehr da. Das kann ich nicht lesen, oder? Was? Rote Ochse. Wo genau ist er? Kornhof. Die Welt war nicht jung, doch sie war es für ihn. Kein Ort, was sie will. Ahoi. Ahoi. Bauen. Schreibtet wohl. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Naja, Großmeister Arante als Rückkehr ist natürlich in aller Munde. Es heißt, er hat eine halbe Ewigkeit in Gefangenschaft auf Nerim verbracht, aber ist dennoch ungebrochen. Ein wahrhaft standhafter Mann, das muss man ihm lassen. Auch wenn die Tochessa sich nun etwas überflüssig fühlen muss. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Das mit dem Magister muss ich euch ja nicht erzählen, richtig? Es ist einfach erschreckend, wenn dieser rote Wahnsinn, oder wie sie ihn nennen, sogar einen Magister des Ordens befallen kann, dann... Was nützt das schon, sich Panik zu machen? Der Orden oder die Apothekarier werden schon ein Heilmittel finden. Ganz sicher.
Okay, ich suche Arbeit. Wisst ihr, lasst mich mal überlegen. Angeblich sucht eine reiche Oberstädterin verzweifelt nach Hilfe. Es geht um ihren Sohn, wenn ich mich recht erinnere. Er war bei dieser verrückten Sekte. Wenn sie erhabenen Pfades ist, hat sie vermutlich auch eine Menge Groschen, die sie gewillt wäre, einem Helfenden zu zahlen. Okay. Was hat der denn für grüne Ahoi. Haut? Krieg auf Nerim, Krieg auf Kileh, roter Wahnsinn. Was für eine Scheiße ist das eigentlich? Hat der einfach mal grüne Haut? So, da muss ich hin. Vorausgesetzt, ich finde den Weg da hoch jetzt. Aber wir waren hier ja schon mal. Ich erinnere mich auf jeden Fall. Ich glaube, das ist er schon. So. Ah, ihr! Ah. Ich hatte gehofft, dass ich euch noch einmal sehen würde. Hier, das hat meine Frau auf dem Dachboden gefunden. Ich glaube, ihr könnt damit mehr anfangen als ich. Danke noch einmal. Und schreitet wohl. Danke für alles. Ich hätte nicht gedacht, dass diese ganze Sache nochmal ein gutes Ende nimmt. Zumindest für mich. Okay, also er ist jetzt hier auf dem Bauernhof. So. Sarah, guten Hallo. Mut. Elias, guten Mut. Warte, wir haben jetzt aber irgendwas bekommen von ihm. Lehrbücher. Plus 2 Lernpunkte. Okay, nice. Die müssen wir auf jeden Fall irgendwie noch irgendwie hinkriegen, dass wir das noch nutzen, verbrauchen können. Auf Mirel warten. Ich will mich hier einmal umsehen, wenn ich darf. Bett, Eigentum. Okay, hier geht's in den Keller. Gehört auch wieder jemanden. Was haben wir denn da? Das goldene Haus. Nehmen wir mit. Es ist kein Diebstahl. Dann warten wir hier eben. Ich glaube, das hat damit zu tun. Fleisch! Bring mir Fleisch! Knuspriges, verbranntes Fleisch! Das kennen wir doch. Mystisches Symbol. Ein von 15 mystischen Symbolen gesammelt. Jetzt ernsthaft, jetzt auch noch 15 von denen? Bring mir ein knuspriges Stück Fleisch. Also unser Vati hatte den roten Wahnsinn da ganz am Anfang aus dem... Wer? Oh, ihr! Wie seid ihr hier reingekommen? Habt ihr den Trank?
Hab ich. Hab ich, aber zuerst seid ihr mir eine Erklärung schuldig. Was? Wieso? Ich habe eure Tochter gefunden, unten im Keller. Was? Oh, ihr... Verstehe. Und jetzt fragt ihr euch, warum ich sie dort unten einquartiert habe und nicht in ihrem Zimmer, richtig? Ja. Es sind diese Anfälle. Der Wanderer. Er meinte, das käme bei Darmwürmern ab und zu vor. Nichts Schlimmes, natürlich. Aber das eine Mal ist sie richtig wütend geworden und hat das Besteck um sich geworfen. Aber jetzt wird es wieder besser. Ihr habt das Elixier und sie wird wieder gesund. Mirelle, eure Tochter, hat keine Darmwürmer. Sie hat den roten Wahnsinn. Der... Nein, Schwachsinn. Der Wanderer hat sie untersucht und er sagte, es sind Darmwürmer. Los jetzt, gebt mir den Trank. Ansonsten verschwindet, und zwar auf der Stelle. Warte mal, Rhetorik. Sagt mir, Mirelle, hat der Wanderer wirklich nichts für die Untersuchung verlangt? Hab ich doch gesagt, nein. Und jetzt gebt mir gefälligst das Elixier. Wir haben jetzt die Möglichkeit, na schön, wenn ihr meint, hier ist der Trank, tut, was ihr für richtig haltet. Der rote Wahnsinn ist unheilbar. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche. Wer muss sterben, bevor sich jemand anderen tötet? Ich will wissen, was passiert, wenn... Na schön, wenn ihr meint, hier ist der Trank. Zeigt! Tatsächlich. Und ihr habt an alles gedacht. Die Flügel, den Rattenschwanz, den Finnwurz. Finnwurz, bitte doch. Und den Knoblauch, ja. Unglaublich. Ich muss zugeben, ich habe nicht damit gerechnet, dass ihr wiederkommt. Ihr habt mich eines Besseren belehrt. Habt Dank. Jetzt wird Bea gesund. Endlich. Hier, während ihr unterwegs wart, habe ich noch einmal den Speicher durchsucht und das hier gefunden. Es ist ein altes Erbstück. Ich weiß nicht, vielleicht findet ihr ja einen Juwelier, der euch dafür einen guten Preis macht. Wie auch immer, schreitet wohl und möge euer Pfad stets eben sein. Den Lauf der Dinge abwarten. Ihn werden wir nicht mehr wiedersehen. Beziehungsweise ihn werden wir nicht mehr lebend wiedersehen. Ich frage mich, wie hochgradig ansteckend ist das? Warte mal, wir müssen hier auch noch einmal gucken. Was haben wir hier? Lied der blauen Inseln, Kulturbonus, Segen des Wissens, Rang 1. Erhöhte Tragkraft, mittlerer Rucksack. Okay. Das sind die ganzen Fähigkeiten, genau. Stimmt, da war ja was. Und hier die Zauber. So, mal gucken, was passiert in ein paar Tagen. In der Zeit können wir ja noch ein bisschen entweder für die goldene Sichel noch was machen oder da hinten im Herzland noch die Ruinen und so weiter erkunden. Also gehen wir auf jeden Fall weiter. Mesdames? Hm? Die hat nichts Neues. Es wird auch langsam Abend. Vielleicht gehen wir mal irgendwo hin, wo wir schlafen können. Vielleicht auch zu Hause selber nochmal pennen. Apropos nochmal kurz gucken. Wir haben keine Änderungspunkte. Ich würde da schon gerne nochmal ein bisschen was investieren irgendwo.
freue mich aber auch schon, wenn wir hier ein bisschen mehr endlich mal erkunden können. Würde ich wirklich zu gerne machen. Die ganzen anderen Orte hier noch erkunden, ansehen. Was hier sonst noch alles gibt. Ich will auch endlich mal hier auch mal in diese Richtung gehen. Also hier irgendwie da hinten. Hier den Bereich, die Sonnenküste haben wir ja schon abgeschlossen. Aber die Steilklippe oder hier Düstertal und Flüsterwald, Kristallwald, Nordwindgebirge würde ich auch gerne mal erkunden wollen. Ich weiß jetzt aber nicht, wie schwer es da ist. Hi, Abend, Aletor. Irgendwas gehört, was für ein Abenteuer interessant sein könnte? Lasst mich mal überlegen. Ich habe kürzlich in der Taverne mal so einen Kerl von irgendwelchen magischen Brunnen reden gehört. Angeblich erfüllen sie einen Wunsch, wenn man ihnen hilft oder so in der Art. Kann natürlich auch ein Fall von zu viel Friedenskraut gewesen sein. Ah, von den Brunnen kennen wir. Die haben wir schon eingetroffen. Ich habe kürzlich mal ein Gespräch zwischen ein paar Schürfern mitbekommen. Sie meinten, dass die Garde in der alten Minenstadt im Norden angeblich noch eine ganze Menge wertvolles Zeug zurückgelassen hat. Ist nicht ganz ungefährlich da oben, aber ihr könntet ja mal sehen, ob da was dran ist. Okay, sonst irgendwas Neues? Das kommt ganz drauf an, was ihr als interessant empfindet. Ich war vor einer Weile mal in Dünenheim und habe dort einen arasialischen Söldner getroffen. So ein von der Sorte Weltenbummler, ihr wisst schon. Jedenfalls haben ihn ein paar besoffene Matrosen dumm angemacht und es auf den Kampf angelegt. Ich sag's euch, das war ein Spektakel. Der Arasialer trug zwar Platte, aber hat mit zwei Säbeln gekämpft. Es hat keine 30 Sekunden gedauert, da waren die Pappnasen am Boden. Oh, ein Reisenderhändler erzählte mir von einem in Platte gerüsteten Krieger, der zwei Kutschwerter. Okay. Habt ihr vielleicht etwas zum Tauschen? Zum Tauschen? Na klar, kann schon sein. Zeigt mal her, was ihr habt. Oder sagt, was ihr braucht. Ja, gucken wir mal, was hat er? Griff des Wanderers? Ring des Spiritualisten? Schirm des Schamanen-Amulett? Nee, davon nichts. Die wollen wir auch nicht. Wir müssten die Dinge einfach mal alle kaufen, ne? Machen wir einfach mal. So, was kann ich ihm andrehen? Ja, kann das weg? So, die nutzen wir irgendwie gar nicht. So, dann kann Knoblauch auch komplett weg. Achso, das ist ihm nichts wert, okay. So, warum habe ich den nicht ausgerüstet? So, Handwerk, Rhetorik. Auf schreitet wohl. So, Nessa. Netter. Beeindruckende Waffe, die ihr da habt. Ich hoffe doch sehr, dass ihr sie nur für wegestreue Zwecke einsetzt. Das überlege ich mir noch. Verzeiht, ich bin neu in der Gegend. Habt ihr vielleicht irgendwelche Tipps für mich? Vielleicht habe ich das. Ja. Aber glaubt nicht, dass ich euch irgendetwas erzähle. Ich weiß doch, wie ihr Bronzehäutigen drauf seid. Schau eine Sekunde nicht hin und ihr bringt einen ums Geld. Tut mir also einen Gefallen und verschwindet. Seid ihr immer so freundlich? Nur zu Leuten eurer Sippe. Jetzt lasst mich in Frieden.
Rassisten. Wo bin ich bitte bronzehäutig, hä? Warte mal, jetzt einmal will ich gucken. Bin ich bronzehäutig? Wo ist das bronzehäutig? Kann ich eigentlich die Leiter hoch? Nope. Mit ab. Der Herr? Vor der Ära Azathoronts? Oh, komm, ich wollte das lesen! Manchmal wünsche ich mir doch hier, dass die Ladebildschirme ein bisschen länger sind. Schreitet wohl! Madame. Mühsam ist das. So, wir gehen jetzt aber erstmal schlafen, würde ich sagen. Hört meine Worte, o ehrenwerte Bewohner dieser heiligen Stadt. Ich will auch so ein tolles Schwert. Das ist so fies, echt. Ja, aber jetzt lauf mir nicht hinterher. Geht weiter. Hallo, ich wohne hier. Was willst du? Das ist mein Haus. Frech. Einfach nur frech. So. Aber jetzt erstmal einlagern, was wir nicht brauchen. Ach, haben wir. Nix. So. Nein, das wollte ich einlagern. Okay. Haben wir doch nie zum Einlagern, oder wie? Nein, nur... Jetzt habe ich nur eine Stunde geschlafen. So, bis 8 Uhr morgens wollte ich. Will ich auch mal gleich gucken. Hier, das Elixier, den Lauf der Dinge abwarten. Und das Belohnung ein altes Familienamulett erhalten. Vielleicht sollte ich in einiger Zeit noch einmal wiederkommen und schauen, was das Elixier bewirkt hat. Machen wir noch auf jeden Fall. Jetzt will ich aber noch hier die nahe Umgebung nochmal erkunden gehen. Hm? Was wollt ihr? Isolde? Geht weiter. Hm? Was? Hm? 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 Sanfte Freunde der körnigen Erquickung. Sanfte Freude der... Ne. Sanfte Freunde der Freude der Erquickung. Und was hat sie gesagt? Malfass zum Gruß. Madame. Der Herr? So, da hinten wollten wir noch einiges erkunden. Seine Vogel-Eier werden wir auch noch irgendwann finden. So, ich gehe aber erstmal die Straße hier entlang bis zu den Zwillingstürmen. Weil da gab es ja noch ein bisschen was. Was uns fehlt. Wie diese Burg zum Beispiel da hinten.
Obwohl, hier ist ja eine Höhle. Gehen wir zuerst zur Höhle. Hier müssten auch die Gegner noch leicht genug für uns sein, würde ich mal behaupten. Jetzt ernsthaft, wo rennst du denn hin? Grubenratte. Nach Grotte am Wegeskreuz. Ach so, das war. Jetzt haben wir Schaden genommen. Komm, wir gönnen uns mal einen grünen Apfel. Und gehen rein. Na klar. Nur ein Platzer. Das war schon alles. Habt ihr nicht drauf? So, was hast du hier? Nehmen wir alles mit. Gehen wir erstmal hier hoch. Gibt's nichts. Okay. Also nur nach unten können wir. Achso, warte mal, dann vielleicht nochmal. Nochmal, ein grüner Apfel. Achso, die brauchen wir. Ich soll ja auch mein Kopfgeld bezahlen. Die Stadt als freier Bürger betreten. Ich glaube, wir nehmen lieber eine Brezel oder so. Glückstreffer! Da gehen wir lieber aber schnell vorbei. Trage jetzt bald ein Messer im Stiefel. Hab es satt, immer entwaffnet zu werden. Nehmen wir alles mit. So, was hat die? Nehmen wir auch alles mit. So, da. Aus einer Kiste. Massive Truhe, Novize. Nehmen wir mit. So, Groschen. Dann Brot nehmen wir mit. Totenhauch Rang 1, nehmen wir mit. Genesungstrank ranzig. Ich glaube, die Heiltränke nutzen wir auch nicht. Also die können wir auch dann irgendwann verkaufen. Ich glaube, das Einzige, was wir nutzen, ist wirklich Essen. Und Ambrosia. Anführerin Helene. Jo! Schnell! Weg! Haben wir die Helene gefunden?
So, wie lange dauert es jetzt, bis wir wieder genesen sind? Ich hätte gerne wieder volle Gesundheit. Warte mal, vielleicht nochmal schnell speichern. Wir sind jetzt voll vom Leben her. Hier ist auch wieder voll. Ja. Ja, wir haben es geschafft. Ich dachte, es ist jetzt vorbei mit uns. So, Set des rätselhaften Nomaden, Schleier des rätselhaften Nomaden. Eisenharnisch der Lebenskraft, festige eure Lebenserinnerung, okay. Ich nehme mal alles mit. Schon zu weit, also hier irgendwo. Ja, haben wir geschafft. Amulett des Wissens. Können wir verkaufen. Roter Apfel nehmen wir mit. Was gibt's denn hier? Können wir verkaufen. Können wir auch die Fackel wieder nutzen, damit wir wieder sehen. Toter Priester. Nehmen wir mit, da brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Ah, hier geht's wieder zurück. Okay. Warte mal. Hatten wir nicht irgendwie eine Quest, was die angeht? Anführerin Helene? Gab's da nicht was? Nach Herzland. So, wie viel tragen wir jetzt mittlerweile? 299. Von 403. Okay, der hat nichts. Der hat nichts zu erzählen. Da hinten ist auch noch mal eine Burg. Also so ein Turmsymbol, Burgsymbol. Ich will aber wissen, was ist das denn für eine Burg? Ist das von Untoten bewacht, hier bewuchert? Oder
mit Banditen, Straßendieben und sowas. Oder normal bewohnen. Obwohl, das sieht es eher weniger danach aus. Alte Zollstation entdeckt. Hier sind dann sicherlich Feinde, also Untote. Spinnen. Mooskrabbler, okay. Nice. Sporenkappe. Blumenkorb. Leiche. Die magischen Disziplinen, Elementarismus, Dietrich, so eine Kappe, Knoblauch, Laterne, Messer, nehmen wir mit. Rolle des Eisfalls, ah. So, jetzt müssen wir aber wieder was essen. Komm, wir essen mal eine Suppe. Und einmal schnell speichern. Ich habe so das Gefühl, hier kommt gleich eine Riesenspinne oder sowas. Oder Wölfe. Warte mal. Ah, okay. Da unten. Hungrige, okay, hungrige Wölfe. Sollen die herkommen? Hat der was drin? Wolfsfleisch. Nice. So, den Fall nehmen wir wieder mit. Und jetzt will ich wissen, was da unten sonst so. Wo kommst du denn her? Ernsthaft? Können wir verkaufen. Auf sie. Was? Nein. So. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Ernsthaft? Was ist denn hier alles los gerade? Nehmen wir alles mit. Hier ist aber noch so ein Lager von denen gewesen, ne? Roter Apfel. Schwerrüstung Geselle. Da waren aber gerade noch ein paar Münzen. Die kann ich jetzt nicht mehr mitnehmen. Die zwei Groschen, die waren mir wichtig. So, wenn man das war, da kann ich nicht looten. Aber da vorne ist eine Eiskappe. So, Eispranke.
Und was haben wir hier? Sieht aus wie ein Friedhof. Erwachter Verlorener. Aber nur der eine. Ne, da ist noch einer irgendwo. So. Der hat nur den. Was mit ihm? Das und das. Okay. Okay, die Dinger kann ich nicht lesen. Weiteres Wurzel. Ich würde mal sagen, wir gehen nochmal kurz zurück nach Ark. Vor allem hier so trostlos grau. Also ist das der Weg zurück nach Ark? Ich hoffe doch. Die alte Zollstation ist halt von Spinnen überrannt worden, wo auch eine Leiche jetzt war. Aber es gab ja noch den Weg hier am Zoll vorbei. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob es damals, als die alte Zollstation noch aktiv war, ob es diesen Weg hier schon gab. Aber wir wären jetzt zumindest wieder in Ark. Madame. Kann ich ihm auch noch was verkaufen? Nee. Lebt wohl. Schade. Aber ja, ich würde sagen, wir sind wieder in Ark und der Herr wird es euch vergüten. Ja, wir sind wieder in Ark. Dann würde ich sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.